Die Städtepartnerschaft mit Épinay-sur-Seine ist eine einzige Erfolgsgeschichte. Sie existiert ja 50 Jahre und das ist schon absolut bemerkenswert. Es ist so, dass die Städtepartnerschaft von Anfang an durch ein sehr starkes bürgerschaftliches Engagement getragen wurde. Es war weniger der Austausch von Offiziellen, der diese Städtepartnerschaft geprägt hat, sondern viele Kontakte zwischen Vereinen, Schulklassen, Sportmannschaften. Und das ist wirklich ein großes Erfolgsmodell. Der große Vorteil ist die Freundschaft, die gewachsen ist, und die Bekanntheit und die Zusammenarbeit. Die Partnerschaft ist sehr nachhaltig und man kann auch sagen, nach 50 Jahren nach wie vor sehr lebendig, sehr engagiert und aktiv. Viele junge Leute sind auch involviert und das hängt eben ganz stark auch damit zusammen, dass einfach auch neue Formen der Aktivität gefunden wurden. Es ist jetzt nicht nur so, dass sich Gruppen gegenseitig besuchen, sondern dass man an gemeinschaftlichen Projekten arbeitet, Musikprojekten, Kunstprojekten. Die Stadtplaner tauschen sich aus, aber beispielsweise auch an schulischen Projekten, wie hier in diesem Fall zum Thema Nachhaltigkeit und Biodiversität. Haben sich viele Traditionen entwickelt und zwar oft auch bilateral, bei denen die Stadt jetzt gar nicht mehr aktiv werden muss. Beispielsweise die Treffen zwischen den Pétanque-Clubs dort und hier oder beispielsweise Treffen zwischen Berufsgruppen. Über lange Jahre beispielsweise haben die Mitarbeiter der Post ganz eng in Verbindung gestanden und von sich aus Austausche organisiert. Das Gleiche gilt für viele Sportgruppen. Beispielsweise auch zu Fußballturnieren, gegenseitige Einladungen. Das sind Fixpunkte im Rahmen der Partnerschaft. Aber auch die Feste in den einzelnen Städten, sie werden immer als Anlass genommen, sich gegenseitig zu besuchen. Wir haben jedes Jahr eine große Gruppe von Franzosen bei uns, die am Brunnenfest mitwirken, auch ihren eigenen Stand dort haben. Oder auch beim Weihnachtsmarkt mitwirken. Es kommen welche zu Fasching hier zu uns her. Und umgekehrt besuchen wir die Aktivitäten, die Feste in Frankreich. In diesem Jahr beispielsweise werden wir dort sogar den Weihnachtsmarkt gestalten. Also einen typisch deutschen Weihnachtsmarkt gemeinsam mit Geschäftsleuten hier aus Oberursel.